Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Brötchen und ich habe heute mal ein kleines Video über den neuen Patch für euch. Der ist, glaube ich, gestern für den PC rausgekommen, am Freitag, und ich wollte euch darüber jetzt mal ein bisschen informieren. Ja, also ich habe da gelesen in den Patch Notes, dass die im Hardcore FFA was geändert haben, was ihr hier sehen könnt, was völliger Schwachsinn ist. Hardcore FFA gibt es gar nicht mehr. Wenn die schon was daran ändern, dann sollen sie es auch wieder einbauen, ganz ehrlich. Ja. Dann habe ich zum Beispiel noch gelesen, dass bei den Sturmgewehren der Headshot-Multiplikator erhöht wurde. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass, wenn ihr mit einem Sturmgewehr, wie zum Beispiel der Typ 95, auf den Kopf der Gegner schießt, dass sie noch schneller umfallen. Was ich nicht schlecht finde, weil die Gegner sowieso ziemlich langsam sterben in dem Spiel. Und das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Ja, bei der SWAT haben sie zum Beispiel auch noch geändert, dass der Rückstoß verringert wurde. Und vor allem im Burst-Modus merkt man das richtig. Also wenn ihr auf Dreierburst eingestellt habt und dann zum Beispiel mit einem Reflexvisier spielt und, was ich euch auch empfehlen kann, mit Vordergriff, dann geht das richtig ab. Die schießt, wie bei der FAL zum Beispiel, total gerade. Die ist einfach jetzt richtig geil geworden, wie ihr hier auch sehen könnt. Hier habe ich schon ein paar Szenen nach dem Patch erspielt. Ihr seht, die schießt mit einem Burst meistens, schießt die direkt schon die Gegner tot. Ja. Und was mich am meisten ankotzt, was sie geändert haben, ist der Loadstar. Die haben bei dem Loadstar die Geschwindigkeit der einzelnen Missiles, also der einzelnen Raketen, haben die verringert. Also, das ist jetzt langsamer geworden. Und ich fand, der Loadstar war perfekt. Und dafür, dass man 1500 Punkte, sprich ungefähr 15 Kills dafür braucht, war das eigentlich perfekt, dass sie so schön schnell schießt. Oder eher, keine Ahnung, ist ja egal. Und ich finde, das hätten die nicht machen dürfen. Also wenn man schon so viel Kills dafür braucht und das so hoch angesetzt ist, dann dürfen die auch gerne schneller schießen. Und was mich noch, was mir noch aufgefallen ist, dass die SMGs jetzt mit Schalldämpfer eine geringere Reichweite haben. Was ich auch ein bisschen schade finde, weil zum Beispiel auf Turbine oder Turbine haben die sowieso schon eine schlechte Trefferrate, würde ich sagen. Ja, und jetzt sind es halt eben noch schlechter geworden, was mich auch ziemlich aufregt. Ja, Leute, das war's auch schon wieder für ein kurzes Video hier von mir und ihr seht mich demnächst. Alter, was geht? Ciao, Leute!